Auf der Spieldoch haben wir jetzt bei unserem Rundgang noch was ganz Interessantes entdeckt. Library of Chakath. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Von Rule Factory. Und der liebe Stefan hier, der hat uns nicht nur eine Runde spielen lassen, sondern kann uns kurz auch noch ein bisschen zum Spiel erzählen. Hallo Stefan. Hallo. Was erwartet uns denn in Library of Chakath? Library of Chakath ist ein Dungeon Crawl, Magic Dungeon Crawler, bei dem es darum geht, das Spielfeld, das Labyrinth immer neu aufzubauen und darin Zauberkarten, Schlüsselkarten zu finden und als erster wieder mit fünf gleichfarbigen Schlüsseln zurück zum Eingang zu kommen. Soweit so gut. Das Problem ist, es gibt noch Wächter, die dich daran hindern wollen und vor allem auch die anderen Mitspieler, weil nur jemand kommt wieder raus. Alle anderen sind auf Ewigkeit eingesperrt und ja, das möchte man natürlich nicht. Darum ist es so ein sehr kompetitives Spiel mit Backstabbing-Charakter. Ich wollte gerade sagen, eine Mitspielerin von uns hat es als den bösen Bruder von Klong betitelt. Würdest du es unterstreichen? Also ich würde jetzt sagen, es ist nicht ganz dasselbe Spiel wie Klong, aber ja, es gibt immer wieder verschiedene Variante, die man beiziehen kann. Böse Zwilling oder Klon davon finde ich grundsätzlich immer gut für unsere Spiele. Das passt. Wir sind eher für mit diesem Slogan, spielerisch neue Feinde finden, gehen wir sehr offensiv um. Das machen wir auch in diesem Spiel wieder. Genau, also es spielt sich komplett anders als Klong. Das war bloß ein Vergleich dann entsprechend, weil man eben im Dungeon geht, um was zu klauen. Dass ihr böse Spiele könnt, hat ein Blick auf die Schachtel auch verraten. Was für ein anderes böses Spiel habt ihr denn noch entwickelt? Das Spiel, das man vermutlich am ehesten kennt, wäre Frantic, das hinterhältige Kartenspiel. Ja, auch da kann man, wenn man es kennt, weiß man, dass man ein bisschen gegen die anderen Spieler gezielt vorgehen kann und die ein bisschen am Sieg hindern kann. Ein bisschen. Ein bisschen. Das glaubt nichts, glaubt nichts. Frantic ist bösartig. Wenn ihr es seht, verbrennt, ruft einen Exorzisten. Nee, super, müsst ihr unbedingt spielen. Library of Chakath ist aktuell auf Kickstarter. Wie lange denn noch und was kostet denn ungefähr? Wir sind noch bis zum 16. Juni sind wir noch auf Kickstarter und es kommt darauf an, was du möchtest, natürlich als Unterstützung. Wenn du ein Spiel möchtest, sind wir bei ungefähr 50 Euro. Für zwei wären wir bei 90 und dann könnte man auch noch Optionen wählen mit T-Shirts dazu oder mit einer Spezialanfertigung mit zusätzlichen Würfeln und 3D gedruckten Figuren. Also wären wir bei 75, aber ja, ab 50 gibt es das Spiel, kann man es vorbestellen. Wunderbar, dann schaut auf jeden Fall den Kickstarter, den verlinkt man auch entsprechend. Lohnt sich. Hat einfach Spaß gemacht. Und euch natürlich noch viel Erfolg, nicht nur auf der Messe, sondern auch für den Kickstarter. Vielen Dank.